21. April 2023. Heute werde ich meine Blutdruck ermitteln. Da muss man einfach ganz normal Blutdruck messen. Und da hast du Werte oben 125, das ist der systolische Blutdruck. Unten 74, das ist diastolische Blutdruck. Und 37, das ist der Herzschlag. 125 minus 74, das bedeutet 51. 51, das ist mein Blutdruck, was ja ermittelt wird durch systolische und diastolische. Und für die Leute, was Ausdauersport machen, das ist selbstverständlich. Man hat in der Ruhe sehr niedrige Puls, 37, und der Pulsdruck tut etwas steigen. Ja, jetzt tue ich ein bisschen Joggen und dann gucke ich, wie hoch ich heute meinen Herzschlag bringe. Also meine Ruhepuls war 37 bei Messung. Und jetzt tue ich ermitteln, wie hoch ich jogge jetzt 10 Kilometer und die letzten 100 Meter lege ich richtig los auf Sprint und versuche ich meinen Herzschlag so hoch wie möglich zu steigen. Und dann weiß ich also Ruhepuls, die 37, und dann Maximalpuls. Und von dem Maximalpuls ziehe ich das Ruhepuls ab. Und dann weiß ich, was ist mein Reservepuls. Also Blutdruck weiß ich, das ist 51 bei 125 systolischer auf 74 diastolischer. Ruhepuls 37. Und jetzt werde ich noch Reservepuls ermitteln. Also 37 Ruhepuls. Und wie gesagt, zum Schluss mache ich Sprint. Ja. Also ich weiß jetzt schon Bescheid. Ich habe auf 173 Maximalpuls gebracht. 173 minus 37. Was bedeutet das? Im Kopf muss ich rechnen. Also, es ist 136. 136 Schläge, das ist mein Reservepuls.